erste Aufnahme für die Strecke. So, Slowenien fahren wir. So. Muss mal gerade noch kurz warten. Ja. Ich wollte noch was gucken. So, moin moin. Wir fahren jetzt gerade den ersten Auftrag nach Westbalkan. Ho, ho, ho. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne reinschreiben, ne? So, und da jetzt ja schon die erste Aufnahme von dem ersten Westbalkan-DLC seht, ja, ist es gerade so, dass ich natürlich diese Aufnahme nachgesprochen habe, weil ziemlich viele Pausen dazwischen sind. Deswegen habe ich mal die Zeit genutzt, um auch mal was Neues auszuprobieren, um euch da ein wenig auf den Laufenden zu halten. Auf dem Laufenden meine ich natürlich, was jetzt im November ansteht, was wir auch in den Livestreams in den kommenden Tagen da in der ET2-Woche mal gesagt haben. Und das Tolle ist einfach, dass es weiter in Richtung kühler geht, da wir auch einen Wunsch geäußert wurde von dem René, einen Kühlerauflieger zu skinnen, einen Scania-Skin weiterzumachen, also gesagt eine Überarbeitung, diesen Skin zu machen und dann natürlich auch eine WhatsApp zu gründen. WhatsApp in dem Fall werden wir jetzt nur machen, da wir das intern in der NTG-Spedition machen wollen. Das wäre für mich auch als eine neue Art Community-Projekt, mal zu gucken, wie sich das Ganze da entwickelt. Und vergleichsweise ist es natürlich wie mit OMSI 2. OMSI 2 einfach, wir machen Werbung, guckt, wer hat Lust da mitzufahren. Es geht ja nicht, dass man jeden Tag nur wegen Geld reinfahren soll, sondern einfach nur, hey, wir haben Kilometer, wir haben einen eigenen Server, wie sieht's aus, habt ihr Lust, wollt ihr mitmachen, einfach, dass man gemeinsam abends ein, zwei Ründchen gemeinsam fahren kann und ein bisschen schnacken kann, um über den Alltag mal einfach zu reden. Wie das mit der WhatsApp-Gruppe aussieht, das muss ich mir jetzt erstmal genauer durchlesen. Wie gesagt, wir haben heute den 30.10., also wenn das Video da erstmal erscheint, ist es schon, ja, die erste Aufnahme überhaupt, da ich da mir erstmal am Wochenende, wie gesagt, kein Internet hatte, die Videos sind zum Stocken geblieben. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwie ein Video hochzuladen. Dann hat es doch Probleme mit dem Mods gegeben. Naja, ihr kennt ja, wenn einmal das Internet weg ist, dann ist es weg. Und ich will kein Mimimi machen, weil das habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Ja, des Weiteren, heute werden wir natürlich auch noch LS22 zocken, mit den Silverrun Forest, aber Haut Belleron werde ich auch offscreen machen. Und wir werden natürlich dann auch ganz klar die OMSI 2 Event auch natürlich fahren, ne? Also Silverrun nehmen wir auf, schauen einfach mal, wie das da so ist. Und je nachdem, wie halt in Zukunft auch die von den ETS2 Videos kommt, werde ich mir mal ein und andere Themen mal vorschlagen, überlegen und das einfach dann im Nachhinein mal reinsprechen. Das hört sich zwar jetzt schon ein bisschen komisch an, aber ich versuche dementsprechend, ja, dass die Videos nicht so langweilig sind, wie es für einen guten Kollegen mir mal gesagt hat. Ja.
Ach Mann, ich habe nichts gefrühstückt. Ich rede schon Essen. Oh Junge.
wahrhaftig sehr geduldig. Er erinnert mich an mich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.